Der Kapitalismus erzeugt eine permanente Dynamik von Akkumulation, Krise und Innovation. Schon bei Adam Smith, Marx und Schumpeter finden wir erste Denkansätze, die die aktuelle Krise erklären. Woher rührt der Kapitalismus? Ist er das Produkt einer natürlichen Gesellschaftsentwicklung? Oder entspringt er Theorien, die parallel zu politischen und technologischen Veränderungen entwickelt wurden? Jeder von uns ist Teil dieses Systems, dessen Geschichte unsere Gegenwart beleuchtet und unsere Zukunft. Lord Keynes, welcome, sir. It's a pleasure. The pleasure is all mine. Tell them I've arrived. And then tell them I've arrived. Die Debatte Hayek kontra Keynes hat das ökonomische Denken eines ganzen Jahrhunderts geprägt. Nach der Finanzkrise 2008 kam sie sogar als Videoclip daher. Freddy. Keynes. Hey, listen, party at the Fed. Der Österreicher Friedrich von Hayek stritt mit dem Briten John Maynard Keynes über Wege aus der andauernden Rezession in den 30ern, der vielleicht schlimmsten Krise des Kapitalismus. Natürlich zog Hayek den Kürzeren bei der Diskussion. Seine Überzeugung, mit öffentlichen Ausgaben ließe sich die Arbeitslosigkeit nicht reduzieren, galt als definitiv widerlegt. Dennoch, nach der Wirtschaftskrise von 2008 entbrennt der Streit erneut. We are on the road to serfdom. Friedrich Hayek wrote this book 50 years ago, but what he predicted is coming true. In den USA läuft die Tea Party-Bewegung angesichts der wachsenden Staatsverschuldung Sturm gegen die Regierung. Sie beruft sich zum Teil auf Hayeks radikal-liberale Ideen. In Europa dagegen stehen genau diese Theorien im Visier von Demonstranten, die gegen den strikten Sparkurs und die grenzenlose Marktfreiheit kämpfen. In den 30er Jahren schien dieser Disput gelöst und doch flammt er immer wieder auf. We've come to Freiburg in West Germany, where I'm going to be talking to Professor Friedrich von Hayek. Professor Hayek, I'm sure you'll be well aware that to many people in Britain, and particularly on the left, you are a kind of bogeyman. You are believed to want to throw people out of work, send children down the coal mines again, grind the faces of the poor in general. I don't suppose you share that view of yourself. Well, naturally, I don't share it, but I must say I understand it. If you tell somebody that his past has led him to a morass, to withdraw may be even more painful than to go on where you are. Friedrich Hayek wurde 1899 in Wien geboren. Damals war Wien die Hauptstadt des Kaiserreichs Österreich-Ungarn. Als junger Mann diente er im Ersten Weltkrieg in der österreichischen Armee. Durch diese Erfahrungen während des Krieges kam er zum ersten Mal mit ökonomischen und nationalistischen Ideen im österreichisch-ungarischen Reich in Berührung. Liebe Mutter, hier bin ich wieder in der Funktion eines Spähers, in einem Erdloch, das euphemistisch als Heldenloch bezeichnet wird. Es ist vor allem feucht, eng und ekelhaft, aber wenigstens kugelsicher. Wir sind ständigen Angriffen aus der Luft ausgesetzt. Nein, nicht von italienischen oder britischen Flugzeugen, sondern von Fliegen und Mücken und ihren Bodentruppen, den Wanzen und Läusen. Friedrich Hayek, ein Brief von der Front.
Als Idealist interessierte sich der junge Hayek, der so viel Chaos erlebt hatte, der den Krieg und die politische Auflösung des alten K- und K-Reichs erlebt hatte, für Fragen der Organisation der Gesellschaft. Nach dem Krieg, zurück in Wien, schrieb er sich an der Universität ein. In Wien und speziell an der dortigen Universität hatten sich unmittelbar nach dem Krieg viele Gelehrte aus dem gesamten österreichisch-ungarischen Reich wieder eingefunden. Die Universität Wien ist die Wiege der sogenannten österreichischen Schule. Seit dem 19. Jahrhundert werden hier Alternativen zur vorherrschenden orthodoxen Ökonomie entwickelt. Im Unterschied zur klassischen Wirtschaftslehre beschäftigten sie sich jetzt nicht mehr mit großen gesellschaftlichen Einheiten, den Klassen, sondern mit den Individuen, mit der Entscheidung von Individuen, die auf dem Markt agieren. Wir leben also in einer Welt, die vollkommen individualisiert ist. In dem Sinn, dass es individuelle Konsumenten gibt, individuelle Produzenten, die als unabhängige, freie, kleine Unternehmen angesehen werden. Das war ein extremer Individualismus. Es ging um die Klassenfrage. Aber dahinter stand panische Angst vor dem Bolschewismus. Die russische Revolution hatte ungeheure Auswirkungen auf Europa. Sie hat die besitzenden Klassen auf dem gesamten Kontinent in Angst und Schrecken versetzt. Allein schon die Sprache, die verwendet wurde, klang angsteinflößend. Die Diktatur des Proletariats. Hayek hatte ursprünglich gemäßigt sozialistische Ansichten. Er war der Ansicht, die Regierung spiele eine wichtige Rolle in der Gesellschaft und müsse die wirtschaftlichen Aktivitäten steuern. Doch nachdem er sein Studium abgeschlossen hatte, hörte er Vorlesungen von Ludwig von Mises, einem bedeutenden österreichischen Wirtschaftswissenschaftler, und begann mit ihm zusammenzuarbeiten. Mises überzeugte Hayek, das Problem des Sozialismus sei nicht, dass er nicht wünschenswert wäre, sondern dass er praktisch nicht durchsetzbar sei. The idea of socialism was always connected with the firm conviction that there is only one good plan possible and that only one plan ought to be put into practice. Mises entwickelte diese Argumente in der Debatte über die Wirtschaftsrechnung im Sozialismus. In ihr versuchte er, den Sozialismus damit zu widerlegen, dass es ohne ein System von Profit und Preis und Eigentum keinerlei Wertermittlung oder Wirtschaftsrechnung geben könne. Deshalb sei rationale wirtschaftliche Aktivität unmöglich. Bei Hayek fanden diese Argumente Gehör. Er entwickelte sie weiter und wendete sie in seiner eigenen Arbeit an. 60-Second Adventures in Economics. An economy is a tricky thing to control, and governments are always trying to figure out how to do it. Back in 1776, economist Adam Smith shocked everyone by saying that what governments should actually do is just leave people alone to buy and sell freely among themselves. In this case, everyone's happy. Later free marketeers, like Austrian economist Friedrich Hayek, argued that this hands-off approach actually works better than any kind of central plan. Der entscheidende Ansatz von Mises und Hayek war, dass Preise notwendig seien, um die Produktion zu leiten. Für ein Preissystem gebe es keinen Ersatz, weil Preise den relativen Wert aller Güter in einer Gesellschaft bestimmen. Als Beispiel führt Mises den Bau eines Hauses an. Er sagte, ein Haus könne aus Holz gebaut werden, aber auch mit Materialien wie Beton, Stahl, Backstein oder Glas.
Wie viel von jedem dieser Materialien sollten für ein Gebäude verwendet werden? Ohne einen rationalen Standard, den Preise bieten, sei es sehr schwierig herauszufinden, auf welche Weise ein Haus möglichst ökonomisch gebaut werden kann. Cooperation has been built on such a signaling system. And these signals you mean are the prices in a free market? Entirely the prices in the free market, which alone have made the present level of wealth possible. Isn't it a philosophy based essentially on selfishness? What about altruism? Where does that come in? It doesn't come in. See, both altruism and solidarity are very strong instincts which guided man in the small group where he was serving known other persons, when his efforts were directed to the needs of familiar people. In dem Versuch, dieses ökonomische System zu rechtfertigen und rational zu begründen, das nämlich versuchten sie alle, behauptete er, das sei den Menschen eingewurzelt. Das Gehirn sei so eingerichtet und dies sei rationales Handeln. Jede andere Art von Wirtschaft oder Wirtschaftssystem würde sich ohne die Steuerung durch Preise entweder hoffnungslos verstricken oder sei schlichtweg irrational. Kurz gesagt, das Wirtschaftssystem des Kapitalismus habe Ewigkeitswert, weil es das Rationalste sei, das Wirkungsvollste und das Fairste, was den Lohn für die Mühen der Menschen anginge. Das Denkgebäude von Hayek entstand im Chaos des Ersten Weltkriegs. John Maynard Keynes dagegen reifte geistig in diesem Haus im englischen Charleston heran. Hier löste sich der junge Mann aus der strengen Erziehung, die ihm auf dem renommierten jungen Internat Eton College zuteil wurde. Keynes stammte aus einer wohlhabenden spätviktorianischen Akademikerfamilie in Cambridge, England. Er wuchs auf unter Philosophen und Mathematikern. Keynes gehörte zur Bloomsbury Group. Die Bloomsbury Group war eine kulturelle Szene von Intellektuellen und Künstlern, die sich am Fin des Siècle gegen die Viktorianer auflehnten. Bei dieser Revolte in der Kunst, der Literatur und Philosophie ging es im Grunde genommen darum, deutlich zu machen, ein neues Zeitalter ist angebrochen und wir gehören dazu. Es war auch eine Zeit der sexuellen Befreiung. Sie brachen mit den Konventionen der Ehe. Viele Homosexuelle gehörten dieser Bewegung an, so auch Keynes als junger Mann. Keynes vertiefte sich in Wirtschaftspolitik, vor allem die des Ersten Weltkriegs. Am Ende des Krieges nahm er als Ratgeber des Premierministers Lloyd George an der Pariser Friedenskonferenz teil, aus der der Vertrag von Versailles hervorging. Greatest headlines of the century. The Versailles Palace was the scene of much feverish activity on the part of Allied statesmen. Woodrow Wilson from the U.S., Georges Clemenceau of France, Lloyd George of England, and Premier Orlando of Italy represented the four major powers at the conference. Months of argument had achieved a final treaty that was offered without discussion to the German delegation headed by Count Brockdorff Rantzau. Eine desillusionierende Erfahrung. Sie schlug sich nieder in Keynes Buch von 1919, die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages. Dies war vielleicht das erste Buch in der Wirtschaftswissenschaft, das ein Weltbestseller wurde. Keynes verurteilte den Vertrag und sagte voraus, würde er nicht revidiert, dann würde die Rache auf dem Fuße folgen.
Once again, the world was at peace. A peace that was destined to last for but 20 years before the same defeated country of Germany would again plunge the earth into a second Great War. Er schrieb, die Schulden, die die Alliierten den Deutschen aufgezwungen hatten, würden nie abbezahlt werden können. So hohe Reparationszahlungen könnten nicht Jahr für Jahr geleistet werden. Das verstoße gegen die menschliche Natur. Und er hatte recht. Ich denke, er war der Ansicht, schlechte Wirtschaft führe zu schlechter Politik. Es bräuchte eine Wirtschaft, die mit sozialem Zusammenhalt und politischer Stabilität vereinbar sei. Wenn eine Wirtschaftstheorie dazu führen würde, dass diese beiden Dinge vernachlässigt würden, dann hätte das schreckliche politische und soziale Schwierigkeiten zur Folge. Eine solche Mischung aus Politik, Gesellschaftsanalyse und Wirtschaft war Hayek und mit ihm der ganzen österreichischen Ökonomieschule fremd. Bei Hayek werden die Reparationen und die Kriegskredite, die nach dem Ersten Weltkrieg an die USA zurückgezahlt wurden, überhaupt nicht berücksichtigt. Es ist das Verdienst von Keynes, dass er die Unmöglichkeit dieses Systems aufzeigte. Dagegen spielt in Hayeks Theorie bei der Ansammlung von Kapital höchstens der Geldzins eine Rolle. Den Kredit an sich hat er nicht behandelt. Bezüglich des Versailler Vertrags schloss Hayek aus, dass die Spekulationsblase, die 1929 platzte und zur Depression führte, in der unnachgiebigen Haltung der USA wurzelte. Also in deren Beharren auf einer Rückzahlung der Darlehen, die sie ihren Verbündeten im Krieg gewährt hatten. Die europäischen Alliierten sagten zu Deutschland, ihr müsst uns so viel Geld bezahlen, dass wir den USA die Schulden zurückzahlen können, die wir gemacht haben, um euch zu besiegen. Und im Versailler Vertrag waren die Schulden Deutschlands unbegrenzt. Die Rückzahlung der Darlehen macht es erforderlich, die Zinssätze künstlich niedrig zu halten. Nur so können die Länder ihre Schulden tilgen. Investoren auf der Suche nach höheren Renditen verlegen sich daraufhin massenhaft aufs Börsengeschäft. Soaring out into the wild blue yonder, stops it what looks like a permanently high plateau. But conditions are fundamentally sound, aren't they? Keynes interessierte sich stark für den Börsenhandel und beobachtete die Wirtschaft intensiv. Er wollte eine Theorie für ihre realen Prozesse entwickeln. Hayek dagegen war an einer normativen Wirtschaftstheorie gelegen. Phänomene, die darin keinen Eingang fanden, ließ er außer Acht. October 29, 1929, in history's worst panic, over 16 million shares are dumped on the market as stocks go down, down, down. Hallelujah. 1929 kommt es zum Börsencrash. Der Kapitalismus stürzt in eine Krise, bis dato die schlimmste seiner Geschichte. It's over. Die Industrieproduktion der USA schrumpft um die Hälfte. Überall in Europa kommt der Export praktisch zum Stillstand. Die Ökonomen wissen nicht, wie der Trend zu stoppen sei. "1931 wurde Hayek eingeladen, an der London School of Economics and Political Science Vorlesungen zu halten. Sie waren mit die erfolgreichsten Vorlesungen, die die Wirtschaftswissenschaftler in England je gehört hatten und schienen eine Antwort darauf zu geben, was bei der großen Depression schiefgelaufen war. Lionel Robbins, Professor für Ökonomie an der London School of Economics, wollte gegen Cambridge aufrüsten. Er dachte sich, holen wir diesen glänzenden jungen Mann nach London. Er kann die Vormachtstellung von Cambridge angreifen. Denn Cambridge galt damals als wichtigstes britisches Zentrum der Wirtschaftswissenschaft.
So beginnt der Disput des Jahrhunderts mit der Rivalität zweier Wirtschaftsschulen. Der London School of Economics and Political Science, kurz LSE, gegen die traditionsreiche University of Cambridge mit ihrer langen Geschichte. Hier unterrichtet John Keynes, der bekannteste britische Ökonom seiner Zeit. Hatte Keynes die Lösung? Er hatte die Krise 10 Jahre lang vorhergesehen. Keynes' These besagte, dass das Niveau der Erwerbstätigkeit abhängig sei von der Gesamtsumme der Nachfrage in der Gesellschaft, also von der gesamten Kaufkraft in der Wirtschaft. A live fast, die young kind of chap called John Maynard Keynes cheerfully pointed out that in the long run we're all dead. So to avoid the misery of unemployment, the government should instead spend money to create jobs. Whereas if the government tightens its belt when people and businesses are doing the same, less is spent, so unemployment gets even worse. Wenn jeder versucht, mehr zu sparen und auch die Regierungen ihre Ausgaben einschränken, dann verschärft das den Rückgang der gesamten Ausgaben in der Wirtschaft und macht die Rezession schlimmer als nötig. Hayeks Ansicht nach war zu viel Kapital angehäuft worden, weil die Zinsen von der Zentralbank der Vereinigten Staaten künstlich niedrig gehalten wurden. Diese Kapitalentwicklung war nicht nachhaltig. Und der angemessene Kurs, dem Wirtschaft und Regierung folgen sollten, bestünde im Wesentlichen in einer Nicht-Einmischungsstrategie. Sie sollten zulassen, dass sich der wirtschaftliche Abschwung von selbst regelt und schlechte Investitionen liquidiert werden. Während Hayek in London lehrt, werden seine Ideen im Deutschen Reich in die Praxis umgesetzt. Ja, es ist sehr bedauerlich, gerade in Deutschland, dass die Erfahrungen aus den frühen 30er Jahren überhaupt keine Rolle in unserer Diskussion spielen. Wir haben ja mit dem Reichskanzler Brüning in der Tat einen Politiker gehabt, der versucht hat, in einer extremen Rezession, Depression, das Haushaltsdefizit möglichst klein zu halten. Germany, which is putting all her energies to the gigantic task of setting her house in order by hard work and sound economy, will feel encouraged in her heroic struggle for reconstruction and stability. Und Brüning hat das geschafft. Das ist sehr eindrucksvoll. Brüning hat wirklich so stark gespart, dass in dieser Phase der extremen Depression das Deutsche Reich kaum ein Defizit gemacht hat. Aber der Preis war natürlich katastrophal. Es war ein massiver Einbruch der Wirtschaftstätigkeit. Es war ein Preisverfall, eine breite Deflation und ein extremer Anstieg der Arbeitslosigkeit, der dann in Deutschland zu all den schrecklichen politischen Folgen geführt hat und an denen die ganze Welt dann doch sehr zu leiden hatte. Die Rache wird furchtbar, prognostizierte Keynes in seinem Buch. Die ökonomischen Entscheidungen würden einen sehr hohen sozialen Tribut fordern. Seine Warnung sollte sich im Wahlkampf zum neuen Reichstag 1932 bestätigen. 13 Jahre lang haben sie wirtschaftlich, politisch bewiesen, was zu leisten sie fähig sind. Eine Nation wirtschaftlich zerstört, den Bauernstand ruiniert, den Mittelstand verelendet, die Finanzen in reichen Ländern, in den Kommunen zerrüttet, alles bankrott und 7 Millionen Arbeitslose. Sie können sich binden, wie sie sich binden wollen. Dafür sind sie verantwortlich. Heute räumen selbst Hayeks Anhänger ein, manche seiner Ideen haben der Prüfung durch die historische Realität nicht standhalten können. Milton Friedman hat mir mal gesagt, ich konnte nie verstehen, warum die Leute in der Londoner School of Economics so beeindruckt von Hayeks Vorlesungen waren. Im Rückblick ist das ein ziemliches Rätsel.
Nach Kriegsende wird Hayek vergessen. Seine Ideen landen in der Schublade. Ein deutlich größeres Interesse zeigen die aus den Trümmern emporstrebenden Gesellschaften für die Thesen von Keynes. Japan verlor 1945 den Krieg und die gesamte Nation war am Boden zerstört. Wir mussten das Land wieder aufbauen. Natürlich mussten in dieser neuen Situation auch die privaten Unternehmen Japan helfen. You could imagine yourself at Earl's Court if you wandered into the New York Motor Show. There were so many British cars there. A great thing for the export trade. The Japanese section attracted a lot of interest. Exports are as vital to them as to our own country. Um als Land stärker zu werden und wirtschaftlich besser dazustehen, mussten wir Automobile exportieren, damit Devisen ins Land kommen, mit denen Öl, Nahrungsmittel und so weiter importiert werden können. Toyota betrachtete es als seine Pflicht, als Hersteller von Exportprodukten Devisen ins Land zu bringen. Dauphine Renault, la plus vivante des quatre places, 115 km à l'heure et seulement 6 litres au 100. In Frankreich stellt der verstaatlichte Autobauer Renault im Rahmen des nationalen Wiederaufbaus reihenweise neue Mitarbeiter ein. Ein Zeichen dafür, dass der Staat nicht unbedingt ein Feind des Marktes ist und der Kapitalismus, Hayeks Behauptungen zum Trotz, durchaus soziale Verantwortung übernimmt. Zwischen 1950 und 1980 verzeichnen Japan und Europa 30 Jahre in Folge ein rasantes Wachstum von 4-5% jährlich. Aber in der Zeit von ungefähr 1980 bis 2010 erreicht das Wachstum in den reichen Ländern im Schnitt nur noch höchstens 1-1,5%. Alle sehnten sich nach dem großen Wirtschaftsboom zurück, nach einer Welt, in der der Kapitalismus und die Ungleichheiten gebändigt schienen, was zum Teil auch stimmte. Aber das rührte auch daher, dass die Krisen infolge der beiden Weltkriege und der Rezession in den 30ern zu einer kompletten Infragestellung des ökonomischen Laissez-faire geführt hatten. As the people of Britain began digging out from among their ruins, they fixed all their energies upon one goal: a post-war society stabler and more equitable than any Britain had ever known. Nach 1945 führte die Macht des Staates zur Schaffung sozialer Sicherungssysteme, zum anderen aber auch zur Einführung eines Regulierungssystems für die Finanzmärkte sowie in vielen Sektoren für die Staatsunternehmen. Dadurch ließ sich der Kapitalismus eine Zeit lang bändigen und die Ungleichheiten wurden reduziert. In weiten Teilen war dies freilich eine Illusion, begründet in der Anpassung an das hohe Wachstum. Tatsächlich hatte die Politik einen neuen Kompromiss mit dem Kapitalismus geschlossen. Keynes stirbt 1946 in einer Gesellschaft, die offenbar seine Meinung teilt. Was ist mit dem Standpunkt von Hayek? 1944 hat er dieses Buch veröffentlicht, als Warnung vor dem, was er um sich herum entstehen sah. Hayek schrieb The Road to Serfdom, der Weg in die Knechtschaft, als Warnung. Wenn die Wirtschaft nach Kriegsende so organisiert bliebe wie während des Zweiten Weltkriegs, würde das zu einer diktatorischen Gesellschaft führen. Laut Hayek liegen die Wurzeln des Faschismus und Nationalsozialismus nicht im wirtschaftlichen Zusammenbruch, wie er zum Teil durch den nicht regulierten freien Markt ausgelöst wurde, sondern vielmehr in seinem genauen Gegenteil, in der Aufgabe der liberalen Ideen, die Basis für die freie Marktwirtschaft bilden. Regulierung und staatliche Interventionen hätten uns in der Vergangenheit in die Knechtschaft geführt und würden uns wieder hineinführen. Nach dem Krieg landen Hayeks Ideen auf dem Abstellgleis.
Er und seine Schüler finden in den Schweizer Alpen einen geistigen Zufluchtsort. In 1947 gründete Hayek die Mont Pèlerin Society. So benannt nach dem Berg am Genfer See, wo das erste Treffen dieser Gesellschaft stattfand. Es war ein internationaler Zusammenschluss liberaler Wirtschaftswissenschaftler, Akademiker, politischer Philosophen, Journalisten und anderer, darunter auch der junge Milton Friedman. Sie kamen in die Schweiz, um eine Woche lang über Wirtschaftsthemen zu diskutieren. Die Keynes-Gegner schufen mit der Mont Pèlerin Society eine Denkfabrik. Dort trommelten sie zum Widerstand gegen Keynes. Zuerst in Chicago und dann am Mont Pèlerin entwickelten sie Argumente, die für die Wiederherstellung der Marktfreiheit sprachen. Und die zentrale Figur in diesem Kreis war Milton Friedman. It was a major factor in maintaining a steady stream of influence on ideas. It enabled people who were isolated in their own countries once a year to at least to get together with people who felt the same way they did, to be in a situation in which they could discuss issues without worrying that somebody was trying to stick a knife in their back. Hayeks Einfluss ist in der Praxis äußerst gering. Dagegen spielte Friedman eine maßgebliche Rolle, was die Rückkehr zum Monetarismus angeht. Die Rückkehr zu einem Minimum an staatlicher Intervention. Während das Europa der Nachkriegszeit Hayeks Vision eines sich selbst regulierenden Marktes eine klare Absage erteilt, wird sein Liberalismus-Credo im regierungskritischen Amerika weitaus positiver gesehen. Hayeks Kampf gegen das Vermächtnis von Keynes wird von diesem jungen Professor geführt, Milton Friedman. For the immigrants who were welcomed by this statue, America was truly a land of opportunity. Once they arrived, they found, as my parents did, not an easy life, but a very hard life. But for many, there were friends and relatives to help them get started. To help them make a home, get a job, settle down in the new country. Milton Friedman wurde 1912 in New York geboren, als Sohn jüdischer Einwanderer aus Ungarn. Und er wuchs in eher armen Verhältnissen, nicht unbedingt auf dem niedrigsten sozioökonomischen Niveau, aber ganz und gar nicht in wohlhabenden Verhältnissen auf. There were many rewards for hard work, enterprise and ability. Life was hard. But opportunity was real. There were few government programs to turn to and nobody expected them. But also, there were few rules and regulations. There were no licenses, no permits, no red tape to restrict them. They found, in fact, a free market, and most of them thrived on it. Für ihn stellte die Regierung in jeder Hinsicht das Problem dar. Die Regierung würde zu viel Geld verschwenden, die Regierung sei ineffizient. Und deshalb müssten wir dem Markt erlauben, eine wichtigere Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen, insbesondere in der Wirtschaft. Im Gegensatz zu Hayek, der aus Europa eingewandert ist und nur mit Mühe einen Lehrstuhl in den Staaten ergattert, genießt Milton Friedman als gebürtiger Amerikaner den Rückhalt einer starken universitären Einrichtung. Das Bild der Chicago School außerhalb von Chicago ist ziemlich ideologisch. Es herrscht die Vorstellung, Milton Friedman habe mit Kapitalismus und Freiheit und anderen Büchern gewissermaßen Traktate geschrieben, die Überzeugungsarbeit leisteten. Aber in seinen Kursen lehrt er das nicht. Da kam nicht eine These aus Kapitalismus und Freiheit oder Ähnliches vor. Wir lernten, wie das Preissystem funktioniert, wie menschliches Verhalten sich in der Wirtschaft auswirkt. Als einer der ersten Studenten von Milton Friedman entdeckte ich später, dass es unter seinen Studenten zwei Gruppen gab.
Die einen wurden zu lebenslangen Milton Friedman-Anhängern. Die andere Gruppe war immunisiert. An ihnen prallten seine Vorstellungen ab. Ich gehörte natürlich zur zweiten Gruppe. Wenn wir das 19. Jahrhundert betrachten, ist erstaunlich, dass der Markt damals, und ich muss zu meinem Bedauern einräumen, auch heute noch, das Utopia der menschlichen Existenz darstellt. Sich selbst überlassen, wird er gute Taten erweisen, ein Füllhorn von Produkten hervorbringen und zu perfekten Ergebnissen führen. Darüber hinaus reguliert er sich auch noch selbst. I'm the king of excess. I'm the sultan of sales. I'm the boss of bargains. My credit cards, they never fail. I got a 700 something on my beacon score, which means I don't own a thing and I can buy even more. I'm a buffet eating, tabloid reading, lovable guy. I get the best of the best that my money can't buy. It's a wonderful Der Freiheitsgedanke ist schön für den, der vermögend ist. Den Armen bringt er nichts. Es wird immer wieder argumentiert, auf dem Markt würden sich alle als ebenbürtige Partner begegnen. Dabei sind Geschäfte unter Ebenbürtigen im Kapitalismus relativ selten. Die neoliberale Illusion ist nicht neu. Ansätze sind bereits im 19. Jahrhundert zu sehen. Frankreich ist da ein interessantes Beispiel. Das Land ist nach der Französischen Revolution der Inbegriff bürgerlicher Revolution und lebt in dem Ideal, alle Menschen seien vor dem Markt gleichberechtigt. Es herrscht die Illusion, das würde reichen, um Gleichheit herzustellen. Anders gesagt, die Gleichheit auf dem Markt mit größtmöglichem Schutz des privaten Eigentums und möglichst freien, offenen Märkten, das reicht. Und schon entsteht die ideale Gesellschaft. Nur das 19. Jahrhundert und die Katastrophe, die sich 1914 anbahnt, haben gelehrt, das funktioniert so nicht. Fest steht, 1913 ist ein solches System in Frankreich nicht vernünftig. 70% des Vermögens ist im Besitz von 1% der Bevölkerung. Vertreter des radikal-liberalen Spektrums ziehen eine völlig gegensätzliche Schlussfolgerung. When you say that it is wrong for government to intervene in the free enterprise system to do something about inequality, you evoke a model of a free enterprise system which does not exist and has never existed to a significant extent in history or anywhere in the world. I agree with you that everything called free enterprise is not free enterprise. But I challenge you to find a single example in history at any time of any society where people have been relatively free, and I don't mean merely what you call merely economic freedom. I mean freedom in the full sense. I mean freedom of individuals to pursue their own objectives, their own values, to live their lives. I want you to name me any society in which you've had any large measure of that freedom, where capitalism and free enterprise has not been the predominant mechanism for controlling economic activity. Es gibt heute die Vorstellung, freie Märkte, die für den Wettbewerb offen sind, würden reichen, um zu einer harmonischen Gesellschaft zu führen und zu einer Verteilung der Reichtümer, bei der die Ungleichheit noch halbwegs vernünftig ist. Weit gefehlt. Nichts in der Logik des freien Marktes und des freien Wettbewerbs garantiert ein solches Gleichgewicht. Aus einem Grund, der schnell genannt ist. In struktureller Hinsicht verhindern extrem freie, wettbewerbsoffene Märkte nicht, dass der Kapitalertrag permanent höher ist als die Wachstumsrate. Und das führt praktisch unweigerlich zu einer starken Konzentration der Vermögen.
Was das ausgehende 19. Jahrhundert gelehrt hat, geht verloren, als in Großbritannien und den USA der wirtschaftliche Abschwung einsetzt. Anfang der 1970er Jahre ist es mit dem Wirtschaftsboom zu Ende. Im Zuge der Krise wird die Einmischung der Regierung in die Wirtschaft als Wachstumshindernis gesehen. Milton Friedman und Friedrich von Hayek melden sich zurück. In den 70er und 80er Jahren ist insbesondere in England und in den USA zu beobachten, wie politische Bewegungen die doch relativ starken staatlichen Eingriffe in Frage stellen. Zum größeren Teil ist das wohl auch eine Reaktion auf das Gefühl, dass die ehemaligen Kriegsverlierer aufholen. Die 70er stehen unter dem Eindruck, dass Länder wie Deutschland, Japan und bald auch Frankreich, ja sogar Italien, England einholen und mit den USA gleichziehen. Dagegen laufen gewisse politische Verbände Sturm. Der Wohlfahrtsstaat hat uns verweichlicht. Wir müssen zurück zum originären Kapitalismus des 19. Jahrhunderts ohne staatliche Lenkung. Das wird den angelsächsischen Unternehmern Auftrieb verleihen. Das Konjunkturtief ist für Friedman und Hayek das ersehnte Signal, um den seit Ende des Zweiten Weltkriegs eingeschlagenen wirtschaftspolitischen Kurs zu ändern. Keynes died in 1946. I have always regarded it as a tragedy that he did not live another decade. He was the one man who had the standing, the personality, the force of character to persuade his disciples not to carry too far some ideas which were good for the 1930s, but which did not apply in the post-war situation. Die Wahrheit ist, der Wirtschaftsboom in den Ländern, die besonders unter dem Krieg gelitten hatten, also Deutschland, Frankreich, Japan, ganz Kontinentaleuropa, hätte auf jeden Fall stattgefunden. Die Länder wären so oder so mit den USA und England gleichgezogen. Die Sache wurde politisch instrumentalisiert, um den Wohlfahrtsstaat in Frage zu stellen. He won't stop calling, he keeps blowing up my phone. He wants to teach me something and he won't leave me alone. I tell him there's no use in trying, 'cause Friedrich Hayek is my guy. And if you wanna get with a girl like me, you got to let go control of the economy. I said if you wanna get Hayek ist plötzlich cool, selbst für die rebellischen Teens. Begonnen hatte alles als Kontroverse zwischen der starren wissenschaftlichen Marktsicht von Hayek und der eher lockeren Philosophie von Keynes, ausgerichtet auf die komplexe menschliche Realität. Vierzig Jahre später kommt es zum Rollentausch. Jetzt werden die Keynes-Schüler als Anhänger eines rigiden Modells wahrgenommen. Milton Friedman und Friedrich Hayek dagegen avancieren zu den Wegbereitern eines freiheitlichen, realitätsnahen Systems. The failure of the Keynesian system, the inflation, return of unemployment, all that, first confirmed my prediction in the strictly economic sphere. At the same time, my studies of politics provided, I believe, answers for many problems which had begun people to bother people very seriously, that there is a good reason why I am being rediscovered, so to speak. Since 1975, we worked under a contract that's seen our job security eroded, our working conditions fall apart, and our money wages held intact while prices of living go up and up. Stimmt, es gibt gute Gründe, um Hayeks Ideen wiederzuentdecken. Den Finanzbossen kommen sie gerade recht, denn die Inflation und nicht enden wollende soziale Konflikte schmälern ihre Geschäftsinteressen. Die wirtschaftliche Talfahrt lässt auch die Gewinne purzeln. In der Wirtschaftswissenschaft kam es zu einer Art Gegenrevolution. Damit wurde die heute sogenannte neoliberale Agenda eingeführt, mit Deregulation und Privatisierung. Ladies and gentlemen, the next president of the United States of America, Ronald Reagan!
In den 80er Jahren führten Margaret Thatcher in England und Ronald Reagan in den USA eine Politik ein, die philosophisch und in den praktischen Maßnahmen stark beeinflusst war von Hayek und Friedman. I would like to think that the kind of leadership that I would exercise in Washington is not the kind of leadership that I would pretend that I can solve all the problems I've been discussing here, but that together you and I can. I would like to take the lead in taking government off the backs of the American people and turning you loose to do what I know you can do. Her supporters called it her biggest achievement. Others called it her terrible legacy. Margaret Thatcher's battle with the miners was a defining moment not only in British industrial relations, but also in British history. What we've got is an attempt to substitute the rule of the mob for the rule of law. And it must not succeed. Die Gegenrevolution, die sogenannte neoliberale Politik, wurde Anfang der 80er Jahre von Thatcher und Reagan vertreten. Sie sollte die Vorherrschaft des Kapitals über die Arbeit wiederherstellen. Und das tat sie auch. Denn wir wissen heute, dass in den Vereinigten Staaten die mittleren Einkommen und Löhne seit 1980 real nicht gestiegen sind, wohl aber die Produktionsziffern. Mit dem Fall der Mauer 1989 und dem Zusammenbruch der Sowjetunion gut zwei Jahre später fällt auch der Gegner des Kapitalismus. Der Weg ist nun frei für eine neue Phase des unumschränkten Glaubens an die Selbstregulierungsfähigkeit eines freien Marktes und freien Wettbewerbs. Eines Glaubens, dass der private Kapitalismus seine eigenen Regeln generiert. My name is Jordan Belfort. At the tender age of 22, I headed to the only place that befit my high-minded ambition. Es war eine verrückte Zeit. Sie erklärt viel von der hemmungslosen Finanzderegulierung der 90er. Und unsereins dachte, der Kapitalismus sei nach dem Zweiten Weltkrieg gebändigt worden. In der Wirtschaftswundernostalgie liegt auch die Sehnsucht nach einer Welt, in der ein neuer, wenn auch prekärer, Kompromiss mit dem Kapitalismus geschlossen worden war. Bonjour, pour vous venir avec moi, je vais vous présenter une petite merveille, la 4 chevaux Renault. Wir müssen uns klar machen, dass die Reduzierung der Ungleichheiten, wie sie im 20. Jahrhundert stattgefunden hat, im Grunde eine Folge der Kriege war oder von überhasteten politischen Reaktionen auf diese Kriege. Die Eindämmung der Ungleichheiten ist nicht das besonnene Resultat eines parlamentarischen demokratischen Prozesses. Milton Friedman und Friedrich Hayek haben in ihrer mythischen Kapitalismusvision des 19. Jahrhunderts nie über Faktoren diskutiert, die, wie wir heute wissen, zu seinem Ausufern beigetragen haben. Die soziale Ungleichheit, das Schuldenproblem und die Spekulation. Friedman folgte Ricardo und behauptete, Schulden können kein Problem verursachen. Und obwohl er seinen Ansatz als Monetarismus bezeichnet, spielt in seiner Theorie Geld in Wirklichkeit keine Rolle, ebenso wenig wie Reichtum. Die Banker übernahmen diese Art Tunnelblick der Chicagoer Schule. Im Kern sagten sie, keine Regulierung der Banken. Keine Regulierung der Wall Street. Dereguliert die Wirtschaft, dann wird alles gut laufen. Denn Ökonomien finden ihr Gleichgewicht von allein. When the price of an asset rises faster than can be explained by economic fundamentals, it creates a bubble. Einmal mehr wuchs die Finanzblase. Einmal mehr war sie in den ökonomischen Modellen und Debatten nicht einkalkuliert. John Maynard Keynes. F.A. Hayek, round two.
Seit 1979 schien die große Debatte des 20. Jahrhunderts abgeschlossen. Nach dem Platzen der Finanzblase 2008 ist sie neu aufgebrochen. Aber ist sie immer noch aktuell? Unsere ganze moderne Wirtschaftstheorie, mit Ausnahme der unkonventionellen Ansätze der Marxisten und so weiter, baut auf der Vorstellung eines Systems, das so rational ist, dass es nicht in die Krise schlittern kann. Nach dem Börsenkursmodell dürfte es gar keine Blasen geben. Folglich werden sie erst gar nicht in die Theorie mit aufgenommen. Das ist sehr interessant. Die Kreditspekulation explodiert, es gibt Börsenblasen, aber die Theorie behauptet, das dürfte es gar nicht geben. Anscheinend macht die große Debatte zwischen Hayek und Keynes die Vorgänge heute nicht klarer, sondern im Gegenteil noch komplexer. Die Zeit ist reif für einen neuen, weniger bekannten Denker, dessen Ideen auch für unser 21. Jahrhundert zuzutreffen scheinen.